Was sollte diese Bemerkung? Sekunde. Sind Sie nun ein Anwalt oder nicht? Sie haben doch einen Doktortitel, dann darf ich ja Doktor zu Ihnen sagen. Sie dürfen doch mal hingucken. Nur ihretwegen sieht es so erbärmlich aus. Ich muss doch schließlich hierher kommen. Nachbarschaftshilfe. Sie schulden mir ein Paket Butter. Eigentlich zwei Eier, ein Paket Butter oder was jetzt? Das ist Zucker. Meine Auflagen, Unterlagen sind gar nicht von Interesse. Ich will mich nur über Urheberrechte beschweren. Dass ich das hier nicht gestohlen haben kann von irgendwem anders, also Diebstahl geistigen Eigentums, ist das nicht. Denn niemand vorher hat sowas gesagt in dem Zusammenhang. Nein, ich leide wegen der ewigen Bestehlerei auf den Schutz des geistigen Eigentums anderer Menschen durch Menschen, die damit nichts zu tun haben. obwohl sie es behaupten, weil man rechts wegen irgendwer ordnungsgemäß behaupten darf, behaupten kann, ist das rechtlich wertvoll, menschlich korrekt oder strafrechtlich irgendwie zu den Akten gelegt. Fantastisch, da mache ich weiter. Man darf seinen Freunden nämlich nicht nochmal eine Erinnerung zeigen, die man gepostet hatte, also hochlud. Im Netz, internationales Netzwerk von. Ach, das ist alles Hals. Also, hören Sie zu, das ist eine Insolvenzgeschichte, glaube ich. Ich glaube, dass jemand sagt, ich werde das schützen für dich. Und wenn jemand das nicht bezahlen will, gehe ich hin und die dürfen uns gleich mitbezahlen. Dich trifft überhaupt keine Art von Besorgnis. Also du musst irgendwie nichts entwickeln. Sorgen nicht? Nicht sorgen? Doch, denn die haben die Lizenz per Papier. Ich glaube nicht, dass es das mit Ja, Nein, vielleicht Geklickerei auf irgendeinem Telefon gibt. Meine Kameraführung bitte ich zu entschuldigen. Es ist ein Telefon. Auf dem sind zufällig auch unsere ganzen anderen Daten, aber. Oh. Ich sehe aus wie ein Waschbär. Haben Sie das nicht bemerkt? Was für ein Anwalt sind Sie überhaupt? Meiner. Toll. Klasse. Ich müsste noch rüber, ne? Wir wollen einen Kuchen backen. Schulfreund einer Nachbarin. Also ein Nachbarskind ist auch einer, ne? Würde ich wohl mal sagen, die Kleine hat den Ball nicht umsonst nie zu Ihnen geworfen. Das sage ich Ihnen. Und wissen Sie was noch? Höflich, Sie wollen Kekse backen. Nun sitze ich da, habe einen Backofen, irgendwo. Ich muss einen Borgen gehen. Beziehungsweise muss ich dazu irgendwie eine Genehmigung ausfüllen, dass ich das Haus überhaupt betreten darf, damit ich rechtlich abgesichert bin und nicht die Urheberrechte irgendeiner Firma bezüglich des Backofens verletze, die besprochen haben, dass sie sich eine Werbeagentur leisten könnte, die behauptet, dass das ideal wäre. Was ist, wenn die Eigentümer das mitgekauft haben, diese Idee? Und nun, durch diverse Wege, dazu kommen zu sagen, wir haben es mal auf Bratäpfel bezogen. Nein, meine Fingernägel sind absichtlich kurz. Das sind sie von Natur aus, aber ich behaupte, das so zu machen, weil man nur so saubere Fingernägel zu solchen Arbeiten aufweisen kann und nur garantieren kann, dass jeder andere das nehme ich zurückgezogen. Wir sitzen doch auch dort. Wieso soll ich nicht hier liegen? Da kann man nicht mehr draus sitzen. Das Ganze müsste ein Polsterer und ein... Sie müssen das mal organisieren. Es müsste ein Sattler sein, ein Polsterer. Und wie die das hinkriegen wollen, weiß ich wirklich nicht. Also die Bedingungen sind irgendwo. Nichts, was sie angeht, weil sie teuer genug sind. Sie können ihren Rasen auch mal ein bisschen gehen. Wochenende mähen. Das duftet so schön. Nicht jetzt. Wie sieht aus wie ein Waschbär? Jemand anders will seine Urheberrechte anmelden und deswegen wird mir woanders verboten zu sagen, toll, freut euch mal dran. Das ist von jemand anderem. Aber man muss heutzutage sagen, ich sehe das erste Mal, das allererste Mal reagiere ich auf was, weil ich es noch nie vorgesehen oder gehört habe.
Das ist dreist gelogen, könnte einige, könnten doch welche sagen. Aber die machen das jede Woche. Zack, 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 zack. Offenbar geht das in Ordnung. Und ich darf nichts von einem der genialsten Menschen des Landes erzählen, der jahrzehntelang die ganze Republik erfreut hat und Nachbarländer, Kinderseelen und auch Haustiere, die sich in gemütlicher Atmosphäre unterhalten fühlten. Wenn das zu schnell war, würde ich das entschuldigen. Ich wollte wahrscheinlich dem Lärm von draußen entgehen. Und Sie haben heute Feierabend. Ich sage den Namen nicht, sonst wäre ich am Ende noch verhaftet. Aber das machen die nicht. Sie schenken mir eher neuen Krams um ein perfektes, erbärmliches Make-up. Es muss perfekt erbärmlich sein. Es muss kränklich sein. Das ist gar nicht so einfach. Ja, was sich prinzipiell auch sehr gut fühlt. Dreifach hoch auf den Nachbarn. Was? Oh, meine Zeit ist vorbei. Tschüss.